Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map angeschaut, die The Northern Farms von SFTN 452 MB im Download um 800 Slots nackt. Wir springen direkt mal rein und stehen hier ja, auf unserem Hof, Starthof. Ja, wir befinden uns in Northumberland, Großbritannien. Und die Höfe, so schreibt er, sind den realen Vorbildern nachempfunden. Er hat einiges an individuellen Gebäuden hier aufgebaut, zusammengebaut. Schreibt auch, die sind alle von sich selbst. Also hat er selber modelliert. Individuelle Grastexturen, individuelle Geräusche habe ich noch nicht festgestellt, muss ich dazu sagen. UK-Kennzeichen. Gut. Also, wir haben hier, ne, so sieht der Starthof von oben aus, so zusammengestellt, wie es sein sollte. Wir haben hier Hühner, 100 Hühner, glaube ich. Jo. Wir haben hier Pferde. Der Stall, finde ich, der passt da wiederum nicht so ganz rein. Also er hat hier vieles, vieles selber gemacht. Da hätte es doch dann auch noch dafür gereicht, oder? Zumal der dann so mit Grastexturen zugemalt ist. Aber egal, gut. Das ist tatsächlich auch so ziemlich das... Naja, entfernen könnt ihr es trotzdem nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist so ziemlich das Einzige, was ihr entfernen könnt. Nee, das ist nicht. 1006 Slots, aber mit Geräten, wenn ihr die entfernt, habt ihr um 800 nackt. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Dann haben wir hier noch eine Schafweide für 200 Tiere und einen Kuhstall für 150 Rinder. Ansonsten Unterstellmöglichkeiten, Fahrsilos. Hier ist ein individuelles Geräusch bei der Milchbox. Na klar, England, vielfach Zäune. Wer sich an den Hecken stört, die stören euch nicht, da könnt ihr durchrabbeln. Ja, die stören überhaupt nicht. Straßentextur, jo, kann man machen. Ich finde hier die, drehen wir mal um, die Feldwegstextur. Oh Mann, ich muss, ja, warum? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Hilfe. Doch, hier war, glaube ich, richtig. Interessante Gebäude dabei. Ganz hübsch aus. Also hier ist auch viel los mit Blumen. Deko an sich. Ja gut, hier auf dem Reiterdings, hier steht mal ein Strommast. Aber Deko ist insgesamt dann doch eher weniger. Die Moorfarm. Ja, die Feldwegstextur. Man sieht, dass es eben so aneinander gelegt ist. Aber insgesamt, ich finde die schön. Kann auch sein, dass man sich die übersieht. Ja gut, dann sind hier solche Kanten drin. Das ist, ja, also auf den ersten Blick schön. Und dann, ja doch, so also ganz, ganz hübsch ist es dann doch nicht. Gerade mit dem Versatz hier zwischen. Und ihr könnt es natürlich nicht malen oder nachmachen, weil das ist festverlegste Textur. Die Karte. Jo, The Northern Farms war irgendwo so zwischen einer Hälfte und drei Viertel einer normalen Karte. Aber gut, weites Gebiet, das auch nicht bebaut ist. Ihr könnt das ganze Gebiet kaufen für nix. Also Straßen und sowas könntet ihr theoretisch sogar alles noch nachdekorieren. Nur nicht mit Bäumen. Hier ist nämlich alles. Warte mal, wir sind doch da mehr oder weniger in der Ecke. Ja, können wir auch hier rüber gucken. Dann wird da jetzt noch mal ein Stückchen weiter fliegen. Ja, die freie Fläche ist mal schlauerweise mit dem ganz großen Bäumepinsel benetzt worden, sagen wir mal so entsprechend. Oh, wo wir schon hier sind. Da steht noch so ein alter Schuppen. Die stehen hier öfter mal rum an den Feldecken und Enden. Gucken wir mal auf die Texturen. Ja, das ist keine Standardtextur. Farmplate, haben wir sowas hier irgendwo? Was könnte das da sein, ne? Oh, ja, hier können wir doch einmal. Jo. Ja, gut, Matsch kennen wir, ist klar. Tierischer Matsch. Asphalt. Ja, Dreck. Waldboden. Auch ein bisschen anders. Gras.
an sich schöne Texturen dabei. Die Schottergeschichten kennen wir. Und Bäume, wie gesagt, alles zugepflastert außenrum. Keine Ahnung, wahrscheinlich 10.000 über dem maximalen Wert. Entsprechend könnt ihr keine setzen. Pflanzen habt ihr die Standard Elm Creek Geschichte. Weiß auch nicht, was er mit der gesonderten Grastextur meint. Ach so, die hat er eingefügt, aber die kann man nicht selber malen. Ja, okay, verstehe ich. Naja, haben wir nicht. Naja, wie gesagt, das ist der Starthof. Abreißen könnt ihr, wie gesagt, nichts. Nicht mal das, was standardmäßig dabei wäre. Also, ja, entweder ihr mögt es oder ihr mögt es nicht. Hier so die Texturübergänge. Schwierig. Vielleicht hätte es da gelandscaped es in dem Fall vielleicht sogar besser gemacht. Hier oben sind das Trauben? Nee, was ist denn da angebaut? Linseed. Was ist denn Linseed? Sind das einfach Linsen? Moment mal. Entschuldigung. Von der Zusatzfrucht stand da gar nichts drin. Das ist mir nicht geläufig. Leinsamen. Okay. Linseed. Ah, Linseed. Ja, das hätte man vielleicht, wenn man um die Ecke denkt. Oder nicht um die Ecke denkt, vielleicht sogar drauf kommen können. Wir haben vier Höfe auf der Karte. Kommen wir noch nacheinander nach hin. Nur mal schon mal angedeutet, wir haben hier einen Ackerbaubetrieb. Da ist ein Silo drauf, eine Halle, nicht viel mehr. Hier sind Schweine, 400 Stück. Dann haben wir hier nochmal Kühe und Schafe. Schafe 200, Kühe 150. Und hier ist nochmal ein Kuhstall, der gehört, vielleicht das gehört der noch dazu oder so. Also das sind die vier Farmen. Wir haben hier einen Ort. Da haben wir einen, ja, Hofladen, das ist alles über diese Allesverkaufen-Plattform quasi gemacht. Belham Farm Shop. Butchery und was ist das? Steakhouse? Nee, Bakehouse. Jo, und dann haben wir diese Ortschaft mit den englischen Gebäuden. Ja, teilweise dekoriert, also insgesamt, also wenn ihr an der Straße fahrt, ne, also ihr seht ja gar nicht so viel eigentlich. Dann sieht das ganz gut aus. Hier läuft irgendwo Wasser. Was ist das für ein Wasser? Hat einer seinen Wasserhahn angelassen? Also hier ist, nee, auch kein Fluss. Wieso läuft hier Wasser? Oder ist sie noch beim Wäschewaschen hier? Kann auch sein. Und das ist der Gully, der überläuft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall läuft hier offensichtlich Wasser. Ja, Zebrastreifen, Englisch. Natürlich fahren sie auf der, in Anführungsstrichen, falschen Seite, für uns zumindest. Verkehrsschilder spärlich, teilweise vorhanden. Dann haben wir hier noch der Dorn und die Distel, ein Restaurant und hier ein Bauernmarkt. Der Fahrzeughändler, oh, sonderlich viel Fläche habt ihr da nicht. Aber es könnte auch für große Gerätschaften, die stehen dann wahrscheinlich hier am Ende des Tages, könnte aber schwer werden. Und die fahren hier aber keine 30. Na, Kollegen. Definitiv nicht. Naja. So, das war die Ortschaft. Achso, dann können wir eigentlich von hier mal darunter fliegen. Das ist, wie gesagt, der Ackerbaubetrieb. Das ist ein großes Silo. Hier ist der Abladepunkt, hier ist der Entnahmeträger und innen drin könnt ihr von hier, von der Seite, entweder Schüttgut reinfahren oder ja, das als Unterstand nutzen. Eine alte Halle dazu, ein Tank. Hier ist übrigens kein Schlafträger verbaut. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob bei dem anderen überhaupt ein Schlafträger ist. Sonst müsst ihr euch da irgendwie eine Fußmatte hinlegen oder so. Hier ist auch keiner. Also es gibt keinen Schlafträger auf der Karte. Aber da kommt man ja klar mit.
Mittlerweile gibt es ja Mittel und Wege, sich irgendwo zum Schlafen hinzustellen oder ja, halt die Fußmatte zu nutzen. Das war jetzt blöd. Eigentlich wollte ich da weiterfliegen. Hier sind noch Fußballplatz und was auch immer das ist. Hier sind auf jeden Fall Vögel. Ja, wir fliegen hier mal weiter. Landschaft seht ihr, ist relativ flach, bis auf so kleine minimale Erhebungen hier. Leicht hügelig. Wie gesagt, überall mal diese Schuppen dazwischen. Sieht aus wie eine, mit einer Wetterstation hier irgendwas. Viele Zäune, aber wie gesagt, durch die Hecken könnt ihr durch. Da hinten fährt ein Schnellzug lang. Da ist es auch gleichzeitig die Map-Grenze unten. Da kommt nichts mehr. Und dann haben wir hier den Schweinehof. Wie gesagt, für 400 Tiere. Da ist auch ein Silo mit dabei. Hier abkippen, hier entnehmen. Verkaufbar. Man kann es antriggern, aber man kriegt es nicht verkauft. Und hier fahren sogar Fahrzeuge über die doch sehr enge Straße. Der wir jetzt einfach mal ein Stück folgen. Hier sind nochmal so alte Ruinen teilweise an der Seite. Alte Höfe, die irgendwann mal aufgegeben wurden. Ja, das ist tatsächlich auch hier und da gut dekoriert. Hier stehen auch Verkehrsschilder rum. Schau an. 250 kW BGA. Nochmal so Siedlungsbauweise englische. Hier sind auch die Verkäufe für Ballen und nebenan Getreide. Eins und zwei wahrscheinlich, ne? Jo, genau. Da fehlt es dann wieder irgendwie an. Da fehlt es an Deko. Das ist irgendwie optisch fällt das so ein bisschen ab. Oh, hier die Feldwege, das nächste kleine Dorf. Slow. Halten sich dran, genau. Hier ist eine Kante drin, die auch ja, lässt die Autos springen. Was haben wir hier hinten? Da haben wir noch die Nordmolkerei. Und ich suche gerade noch den Viehhändler theoretisch. Ist nochmal ein kleiner, nicht wirklich nutzbarer Hof. Ein bisschen Unterstände. Und hier ist nochmal ein Ballenverkauf. So, machen wir jetzt, müssen wir gerade mal orientieren. Das war die Nordmolkerei. Derek's Bales, ja. Hier unten war der Viehhändler. Guck mal, sind wir auf der anderen Seite dran vorbeigeflogen. Jo. Da ist der Gesteinsbrecher. Und hier kommen wir noch zum letzten Hof in der Reihe. Das ist nochmal ein Kuh- und Schafhof. Hier waren die Schafe, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 200 Stück. Und hier drin die Kühe oder andersrum. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls 150 Kühe, 200 Schafe. Und hier seht ihr dann auch wieder, warum das mit den Bäumen auf der Karte nicht klappt. Weil der ganze Webrand ist einfach komplett zugepflastert. Wie gesagt, überall mal diese Hütchen dazwischen. Hier laufen Leute über die Weide. Man sieht auch aus wie ein Cowboy, ne? Und hier hinten war dann noch einmal tatsächlich ein Kuhstall. Auch nochmal für 150 Tiere. Ne? Map-Grenze. Auf der anderen Seite ist da dann noch eine Betonwand vor. Ich weiß nicht, ob er die vergessen hat oder was auch immer. Na, einige Stellen sind sehr hübsch. Im Großen und Ganzen glaube ich ganz gut brauchbar, bespielbar, wenn auch einige Texturen ein bisschen glitschen oder nicht ganz so passen, wie sie sollten.
Ja, hier ist das, glaube ich, ne? Nee, auch nicht. Aber von irgendwo fahren Autos direkt in eine Mauer. Aber finde ich jetzt auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Also, Feldgrößen wollten wir vielleicht nochmal raufgucken. Ich hätte es ausmachen sollen. Länger als gedacht. Also, 1 Hektar. Hier ist dann schon wieder was Zusammengelegtes, schwierig rauszufinden, aber ich vermute, dass es eher so 2 und auch 1 Hektar sind, auch zusammengelegt, irgendwie so 2,5 und 1,5. Haben wir irgendwas Einzelnes? Nö, nö, da, 3,05 Hektar. Aber das wird wahrscheinlich auch mit das größte Feld sein, dann einzeln. Das hängt dann wieder zusammen. Die hängen zusammen. Hier ist auch nochmal 1,85. Was ist das dann? Ist das doppelt so groß? Ja, schwierig. Aber die hängen halt alle so ein bisschen zusammen. Aber ich würde sagen, die kleineren Stücke, das ist so unter, mal bei 0,8 bis 1 Hektar. Hier wahrscheinlich 0,5, wenn überhaupt. Bis eben. Ja, um 3 Hektar hoch. Und wie gesagt, 75 Stück davon. Tatsächlich verhältnismäßig wenig Gras für eine britische Karte. Und es gibt Leinsamen. Lass mich raus. Und weiß ich nicht. Vielleicht. Also der Verkehr wird euch einfach mal wegrammeln. Definitiv. Mehrfach. Da sind auch andere Autos verbaut, habe ich gerade gesehen. Da war doch so ein britischer MG oder sowas dabei, oder? Oder habe ich mich verguckt und das ist einfach der Citroën? Das kann auch sein. Jo, The North an. Alter. Hilfe, ich muss hier weg. Naja, ist einfach ein Citroën. Ja, The Northern Farm. Abstecher nach Großbritannien, Northumberland. Inwieweit das dann so real aussieht, weiß ich nicht, aber die Höfe scheinen, ja, scheinen halt Nachbau zu sein, schreibt er auch. Dementsprechend, ja, habt ihr Bock auf sowas? Helferfreundlich ist das Wenigste. Und kommt ihr mit diesen Texturen klar, dann ist das vielleicht ein Blick wert. Ansonsten konkurriert sie natürlich mit diversen englischen Karten. Auch mit im gehobenen Regal, sage ich mal. Weiß ich nicht, ob sie da mithalten kann. Aber vielleicht ist sie was für euch. In dem Sinne, schaut es euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Macht's gut. Ciao, ciao.